Weil notfalls muss man sich in die Länge ausbreiten. Ne? Ja, weil die Bullen ja jetzt da sind, die sehen jetzt, ne, ohne Maske. Die geben halt ihr ja. Weißt du, könnte ich auch anders probieren. Ich denke, dass wir das maximal was ich vertreten können. Soll ich mal ein bisschen rumlaufen? Dann habe ich meinen Platz aber nie mehr. Oder bleibst du dann da? Ich bleibe hier und du läufst jetzt so rum. Ich kann nur den Start nach außen machen. Soll ich nach außen? Rum, dass man die Leute erfasst. So, einfach mal so ein bisschen rum. Ja. Hier sind genug Leute, wir können anfangen. Ich eröffne diese Versammlung. Das ist eine Eilversammlung hier am Marktplatz und ich verlese als erstes die Auflagen. Also ihr wisst es, wir brauchen hier keine Maske, aber ihr müsst 1,5 Meter Abstand halten und ihr müsst zusehen, dass ihr die Jungstraße freihaltet. Unser Versammlungsrecht ist halt sozusagen die Hälfte hier. Ich schaue euch dann an. Selbst. Wir haben nirgendwo mehr Maskenpflicht, sondern in den Innenräumen ist die Maskenpflicht zum Teil entfallen und wir laufen schikanemäßig mit Maske. Das hat mich so geärgert oder uns so geärgert, dass wir gesagt haben, dann wird eine Eilversammlung angemeldet von mir mit dem Titel gegen willkürliche Beeinträchtigung des Versammlungsrechts und nicht evidenzbasierte... Gegen willkürliche Beeinträchtigung des Versammlungsrechts und nicht evidenzbasierte Entscheidungen der Stadt Heidelberg. Jawohl! Ich würde jetzt direkt das Wort an Sie, Jamak, übergeben. Ich freue mich halt wieder, euch zu sehen, heute Abend zum zweiten Mal. Das ist aber ein Zufall. Das ist ja... So schön, dass ich hier bin.
muss ganz ehrlich sagen, das Ganze hier ist nicht geplant gewesen. Das ist heute Morgen spontan entstanden. Ich hatte eine Rede vorbereitet, die ich normalerweise den Herrschaften im Weststadt vortragen wollte, weil die sind ja so solidarisch. Und wir haben ja jetzt die Gelegenheit, ich würde gerne die Rede im Prinzip hier vortragen wollen. Freiheit kann man sich nur nehmen. Freiheit wird einem nicht gewährt. Der 20.3. sollte der Freedom Day werden. Seit mehreren Monaten, seit fast über einem Jahr, gehen Hunderttausende Menschen auf die Straßen und propagieren Frieden, Freiheit und Demokratie. Und seit Monaten werden diese Menschen, auch wir, von den Medien, Sozialschmarotzern in den Parteien, Kirchen und sonstige Organisationen und hingewaschenen Boosterlingen ausgelacht. Mit der Aussage, wir würden ja schon in Freiheit leben. Nun stellt sich für mich die Frage, wenn wir schon frei sind, warum sprechen unsere sogenannten politischen Führer von Freedom Day? Ja. Wir haben jetzt gemerkt, dass der 20.3. ein weiterer Cheating Day geworden ist, an dem wir mal wieder von den Antidemokraten in Berlin und Stuttgart verarscht worden sind. Genau. Die Ausnahmeregelungen werden zu Generalregelungen. Unsere Leinen werden ein wenig länger gelassen, aber die Ketten bleiben. Ja. Fast alle Bundesländer haben beschlossen, die sinnlosen und schwachsinnigen Maßnahmen zu verlängern. Vor allem Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist vorne mit dabei. Und vor allem... Und vor allem sind sie ganz vorne dabei, was den Beschiss an Menschen betrifft. Es gibt keine Probleme an den Krankenhäusern in Baden-Württemberg und die gab es auch nie. Die Corona-Maßnahmen sind und waren nicht nur unverhältnismäßig, sie sind verbrecherischer Wahnsinn. Lockdowns, Ausgangssperren, abgesperrte Spielplätze, Nachtausgangssperren, Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr morgens, geschlossene Schulen, geschlossene Geschäfte, Aufteilung in systemrelevante und nicht systemrelevante Arbeitnehmer, Besuchsverbote, Vorgaben, wer mit wem, wann, wo und wie lange verkehren kann, 15-Kilometer-Regelung, Ausgangssperre ab 21 Uhr für Ungeimpfte, das hatten wir vor ein paar Wochen hier in Heidelberg. Schande! Betretungsverbote für ganze Städte, Versammlungsverbote, Verhaftung, weil Menschen mit dem Grundgesetz in der Hand durch die Stuttgarter Innenstadt gelaufen sind und Dutzende weiterer schwachsinnigen Regelungen. Wir haben uns die ganze Zeit allen Auflagen unterworfen, egal wie schwachsinnig, hirnrissig, dämlich und bescheuert. Nun müssen wir lernen, diesen idiotischen, bescheuerten, blöden, sinnfreien, behämmerten, beschränkten, stupiden, nur aus einem grün versifften Kopf stammenden Nonsens an Verordnungen und Auflagen nicht mehr mitzumachen. Die Corona-Maßnahmen haben keine Sachgrundlage. Es muss endlich der Tag kommen, an dem wir Nein sagen. Die grün-rot lackierten Antidemokraten halten uns für bescheuert,
Nur weil wir uns noch an den demokratischen Werten festhalten, glauben Sie, dass Sie ohne Widerstand mit Ihren Urkuschlappen auf unsere Grundrechte und Werte treten können? Nein, das können Sie nicht. Die Impffreie werden systematisch und unverschämt diskriminiert und ausgeschlossen. Aber irgendwann ist auch die rote Linie überschritten. Wir mussten endlich Nein sagen. Bis hierher und nicht weiter. Hätten wir schon vor einigen Monaten sagen sollen, ja. Hätten wir von vornherein Nein sagen gesagt, dann wäre es nicht so weit gekommen. Mundige Bürger brauchen keinen Vormund. Freiheit kann man sich nicht erimpfen. Was wir sehen und erleben, ist, dass die Maskenpflicht zum Fetisch der Kommunisten geworden ist. Ja. Diese Pflicht wollen sie beziehen und Clowns verteidigen, aber wir werden unsere Grundrechte und unsere Freiheiten mit Ziehen und Klauen verteidigen. Wir müssen endlich Nein sagen und verhindern, dass Menschenrechtsverletzer wie Olaf, Klaus und der Spätzlemau und seine Lakaien in den Stadtverwaltungen, die ihren Kopf nicht zum Denken benutzen, sondern nur dafür verwenden, damit voran in den Allerwertesten von dem Despoten in Stuttgart zu kriechen, weiterhin unsere Freiheit rauben. 2 Jahre sind genug! Also, liebe PolitikerInnen, liebe BundeskanzlerInnen, liebe JournalistInnen, liebe AngstmacherInnen, PanikmacherInnen, SEO-Covid-AnhängerInnen, liebe KoronistInnen. Wir bedanken uns für euren unermüdlichen Einsatz, das Volk 2 Jahre in Angst und Schrecken zu versetzen. Dafür, dass ihr uns 2 Jahre lang belogen habt. Dafür, dass ihr Milliarden für unnütze Tests und FFP2-Masken ausgegeben habt. Dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie man Geschäfte mit Masken machen kann. Ja. Dafür, dass ihr endlich gezeigt habt, was man alles mit Pfefferspray machen kann. Dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie die Wasserwerfer funktionieren. Dafür, dass ihr gezeigt habt, wie Gesundheitsschutz funktioniert. Dafür, wie man Menschen gesund prügelt. Danke dafür, dass ihr uns gezeigt habt, wie die Reiterstaffeln und Hundestaffeln der Polizei arbeiten. Vor allem bedanken wir uns bei den deutschen Gerichten, dass sie uns gezeigt haben, dass von Gewaltenteilung kein Bedarf besteht. Wenn man blind der Regierung vertrauen darf. Wir bedanken uns, also ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer ersten Bundeskanzlerin, die uns gezeigt hat, dass Frau auch das Volk vor sich selbst schützen muss. Dass Frau, indem sie verfassungswidrige Bundesgesetze erlässt, zur Entlastung der Verwaltungsgerichte beitragen kann. Und dass Frau auch das Regieren vereinfacht, indem sie eine korrupte Marionette als Vorsitzende des Verfassungsgerichtes installiert. Wir bedanken uns auch bei dem Senil des Guten in Stuttgart, der uns gezeigt hat, wie man friedliche, demokratische Menschen von Demonstrieren abhalten versucht, indem man sie vom sogenannten Verfassungsschutz unter Beobachtung stellt. Wir bedanken uns dafür, dass solche Gestalten wie Cum-Ex-Olaf, Cum-Ex-Habert, das Sprachgenie Baerbock, der Kubelka Habeck und der beste Finanzminister aller Zeiten, der seine Großmutter sogar für ein Amt verkaufen würde, uns zeigen, wie Demokratie geht. Vielen Dank.
möchte ich mich bei allen Koronisten und Koronistinnen bedanken, dass sie unsere Kinder 2 Jahre lang gefoltert haben und dafür, dass sie unsere Großeltern alleine, ängstlich und einsam sterben ließen. Liebe Koronisten, liebe Koronistinnen, danke, dass ihr uns gezeigt habt, wie solidarisch ihr seid. Ab jetzt kommen wir alleine klar. Vielen Dank. Wir sollten nicht aufhören, unsere Forderungen nochmal zu stellen. Und zwar, wir fordern die sofortige, bedingungslose Wiederherstellung aller unserer Freiheitsrechte. Die sofortige Aufhebung aller Maßnahmen und jegliche Impfpflichtbestrebungen. Die vollständige Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen wissenschaftlich und rechtlich. Jawohl! 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 Vielen Dank, Siamak. Jetzt möchte der Arne noch kurz seine Veranstaltung ankündigen. Den bitte ich mal zu mir. Ja, hallo. Ich hätte gerne die Veranstaltung, eine Kundgebung, nächsten Montag, 19 Uhr in Wiesloch angekündigt. Unter dem Motto, jetzt reden wir, sind auch auf der Homepage jetztredenwir.com zu finden, alle Informationen. Das Ganze hat einen Hintergrund. Seit Anfang Dezember laufen teilweise über 300 Leute, machen jeden Montag was für ihre Gesundheit in Wiesloch. Friedlich, aber beständig. Und unseren lokalen Politikern fällt nichts weiteres ein, als diese in Richtung von Extremisten zu drücken oder zu nennen, zu beschimpfen und null auf deren Interessen, Forderungen, Schicksale einzugehen. Voll! Daher haben wir gesagt, unter dem Motto, jetzt reden wir, verleihen wir diesen Leuten oder auch anderen Demonstranten, die diffamiert werden, beschimpft werden, eine Stimme, auch mal zu zeigen, wer sie sind, welche Schicksale hinter ihnen stecken, welche Interessen hinter ihnen stecken und nicht, dass es irgendwelche Extremisten sind, sondern ganz normale Leute, die für ihre Grundrechte eintreten. Wir werden musikalisch von einer Liveband unterstützt und auch von einem bekannten Redner, der auch einen medizinischen Vortrag halten wird. Ich denke, hier wird er bekannt sein. Also ich würde mich freuen, wenn viele zahlreiche Demonstranten kommen werden. Die Veranstaltung ist angemeldet. Abstand 1,50 Meter, keine Maske. Uhrzeit nochmal, 19 Uhr am Montag. Wo? In Wiesloch, auf dem Adenauerplatz. Also Google einfach finden. Ne? Ende der Hauptstraße, großer Platz. Wir sind da. Ja, ist aber 20 Minuten von hier erreichbar. Auch mit der S-Bahn ganz gut. Jawohl! Wir sind da! Wir sind da! Montag. 19 Uhr in Wiesloch auf dem Adenauerplatz. Davor ist vielleicht auch noch irgendwie eine Leibesübung für die Gesundheit, aber gut, damit haben wir dann direkt nichts zu tun. Ja, herzlichen Dank. Ja, hör mal.